Dort gibt es für ihn und Willi Ruttensteiner gleich mehrere potenzielle Teamkandidaten zu beobachten. Zum Beispiel das seltene Sturmduo Meierhofer-Wallner, das schon nach 3 Minuten für die Salzburger Führung verantwortlich zeichnet. Wallner ist wegen einer Verletzung, wie etwas später auch Frankie Schiemer, aber nur 20 Minuten zu sehen. Jakob Janscher nach seiner roten Karte nur eine knappe Hälfte. Während der hier gefaulte Doppelstaatsbürger Anel Hacic zwar weiterspielt, sich aber kürzlich gegen Österreich entschieden hat. Ich möchte für Bosnien spielen, sie haben sich mehr um mich bemüht. Und natürlich kann ich nicht irgendwann sagen, dass ich jetzt gleich ins A-Team will oder irgendwas in Österreich, aber es hat keine Gespräche gegeben, ich war eigentlich nie ein Thema. Wen also notieren, Herr Koller? Vielleicht ja Thomas Reifelshammer, der den Riedern zwar nicht den erhofften ersten Sieg in der Bullenarena, aber zumindest einen Punkt beschert. Während sich Ricardo Moniz nach dem 5. Ligaspiel ohne Sieg statt zu Teamspielern lieber zur Szene in der ominösen 42. Minute äußert. Ein Schiri-Schlafmoment, leider auch im Bellbau, auch heute. Ich weiß nicht, was sie genommen haben vor Spiel, aber das geht natürlich nicht. Ich hoffe, dass endlich Sachen, die nicht in Ordnung zijn, dass Leute dan niet met wegkommen. Alle kommen er met weg. Er passiert eigentlich nichts. Verstehen Sie, was ich meine? Voll und ganz. Marcel Koller sieht jedenfalls nicht allzu viel Aufschlussreiches und hätte statt nach Salzburg lieber nach Hütteldorf fahren sollen. Denn dort gab es neben einigen größenwahnsinnigen Rapid-Fans einen von Christopher Trimmel eingeleiteten 3:2-Sieg der Hütteldorfer gegen Meister Sturm zu sehen. Sie haben eigentlich heute nur verteidigt gegen uns. Das ist was mich positiv stimmt. Und einige Spieler haben aus einer wirklich sehr starken Mannschaftsleistung noch hervorgeragt. Zum Beispiel Joker Atenohio, der sich nur kurz nach seiner Einwechslung zum Doppeltorschützen macht und schon in einigen Nachwuchsnationalteams gespielt hat. Oder Christopher Drazan, der schon 3 Einsätze im A-Team absolviert hat und sich mit 2 Assists neben Nohio, Trimmel und auch Burgstaller für höhere Aufgaben empfiehlt. Ja, ich glaube, ich habe nicht so schlecht gespielt, aber wichtig war, dass wir gewonnen haben und die Mannschaft hat auch super gespielt. Dass ich dann natürlich die 2 Tore gemacht habe, das freut mich umso mehr, aber das ist ein Verdienst der Mannschaft. Dass der verdiente Sieg, übrigens der erste nach 4 Spielen ohne, noch in Gefahr gerät, liegt vor allem am 22-jährigen österreichisch-kroatischen Doppelstaatsbürger Darko Bodul, der in der Jugendabteilung von Ajax Amsterdam gereift und, auch wenn man das rechtlich prüfen müsste, vermutlich für das ÖFB-Team spielberechtigt ist. Wesentlich weniger haben Marcel und Willi beim Gastspiel der Admira in Mattersburg versäumt, was aber nicht nur am Ausschluss von Benjamin Sulimani kurz nach der Pause liegt. Die erste Halbzeit, wo wir noch in Gleichzeit gespielt haben, war das für uns wirklich wahrscheinlich die schlechteste Saisontorbietung. Es ist daher nur ein schwacher Trost, zum 12. Mal in Folge ungeschlagen zu bleiben. Wir haben es einfach vermissen lassen, spielerisch die Mattersburger in Grund und Boden zu spielen, sage ich mal, was wir eigentlich drauf gehabt hätten. An diesem Abend fallen daher keine Tore, obwohl die Mattersburger mit dem 6-fachen Saisontorschützen Patrick Bürger über einen echten Torjäger verfügen. Wie auch Didi Kübauer mit Philipp Hosiner, wobei er seinen Topstürmer langfristig nicht für den einzigen teamtauglichen Spieler hält. Die Abwehrspieler und der Hose hat sich dann schwach gehabt, Alain Fuhren oder Dibi und auch Wimpichler sind Spieler, wo ich sage, mit denen wird Österreich noch Freude haben. Merken sollte sich der Teamchef auch den Namen des 20-jährigen Nachwuchsteamspielers Mohamed Ildiz. Der Innsbrucker sieht beim Heimspiel gegen Wiener Neustadt das schön herausgespielte Führungstor von Burgic noch von der Bank aus. Ehe er selbst nach 8 Monaten mit 2 schweren Verletzungen mit seinem ersten Bundesligator die Entscheidung bringt. Er ist ein Spieler, der was Außergewöhnliches manchmal drauf hat und das hat er heute so gezeigt. Das ist sehr schön, nach so einer Verletzungsphase ist wirklich sehr schön, sowas zu erleben. Fehlen nur noch die Glückwünsche an Ildiz zum gelungenen Comeback und jene seines Trainers an den neuen Teamchef. Wir wünschen ihm das Allerbeste. Also jeder sollte ihn vollends unterstützen und daran auch glauben, dass wir im Fußball dann was weiterbringen. Kapfenberg profitiert nach 7 Spielminuten vom schlechten Kopfball von Ortlechner und der fehlenden Abstimmung zwischen Tormann Grunwald und Markreiter. Nutznießer ist Dieter Elsneck, der zum 1:0 für Kapfenberg trifft. Die Austria mit deutlich mehr Ballbesitz und Thomas Jun, der nach 12 Minuten nur die Latte trifft.
Roland Lenz, der nach 3 Bundesligaspielen wieder von Beginn an stürmt, erzielt kurz vor der Pause den 1:1 Ausgleichstreffer und sein 7. Saisontor. In der 69. Spielminute trifft Nasir Barasit nach Junusovic-Pass zur Austria-Führung. Für den Schlusspunkt zum 2:2 Endstand sorgt Mikael Ordosch im Strafraumgetümmel. Teamtormann Grunwald macht hier erneut einen unglücklichen Eindruck. Er muss das auf seine Kappe nehmen und ich muss mir überlegen, ob nicht der Heinz Lindner eine Chance bekommen sollte. In der Tabelle führt weiterhin die Admira 4 Punkte vor der Wiener Austria. Rapid verbessert sich von Rang 5 auf 3 und Kapfenberg bleibt Tabelle.